Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von The Outer Worlds. Und wir sind jetzt mal hier auf dem Weg und ja, versuchen mal ein bisschen was mit den Spreads zu machen. Es wäre nur die Frage, wo geht's denn da rein? Aber wahrscheinlich geht's hier rein, ne? Genau. Hier geht's in den Parcel Service, da müssen wir auch noch rein. Wartungstunnel! Oh, Haltung annehmen. Och Mann. Oh, da sitzt man hier mal gemütlich. Ah, wollen Sie wieder, dass man hier sonst wie. Amor des Labors. Naja, gut. Ich finde den Namen immer noch ein bisschen schrecklich, aber okay. Prosperity Plaza, this way. Okay. Now switching to garbage disposal mode. Unexpected. Make them regret it. Ich muss doch die kleinen Dinger retten. Gehe ich hier irgendwie schlechten Ruf oder so? Nö, okay. Station and cleanup. Ja, jetzt lass mich raus. Terminating security search. Aha. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Incoming.
Hm, okay. So, haben wir dich auch. Ich glaube, bloß eins ist bisher tot, ne? Die ganzen Spreadjäger hier platt gemacht. Ich war's nicht. Oh. Nichts Spaßiges passiert hier. Gar nichts. Lebst du noch? Ja. Oh. Okay, jetzt müssen wir zurück. Nicht nein, ne? So, aber wir gucken trotzdem noch mal. Hab ich denn schon alles abgesucht, ist die Frage. Einfach durch Türen? Okay. Ich mache mir einfach keinen Kopf, okay? Geil, so viel zum Aufknacken und zum Klauen dabei. Oh, es ist einfach so gut. So schön. Das macht so einen Spaß. Unrechtmäßig Sachen an sich nehmen. Das ist einfach so schön. Macht das nicht zu Hause, Kinder! Was? Aber hey, gehört hat man das mit der Haltung nicht, oder? Wie kommst du sowas mit? Ich habe hier auf dem Nachbarbildschirm habe ich einfach den Chat laufen und dann, wenn ich gerade in die Richtung gucke, kriege ich das mit. Wenn nicht, dann nicht. Deswegen gibt es ja dann dieses Thema mit lies doch mal den Chat und sowas. Was mir dann wieder einen Sound gibt, damit ich dann nachgucken kann. Wenn du mal Ausrufezeichen lesen machst oder sofort Unterstrich lesen. Hey, Dom,
Ratchet! Die vermissen dich. Ja, ja. Die Chat, die vermissen mich. Genauso ist es. So. Warum sind wir jetzt wieder hier hingegangen? Na, ganz einfach, weil... Ach, es liegt hier noch was. Und zweitens wollte ich diesen anderen Ausgang mir mal angucken, wo wir dort rauskommen. Ja, wir haben hier... Ah, im Akropolis-Distrikt kommen wir da raus. Ah. Ja, hübsch. Alles klar. Dr. Ellie, you ever wonder if maybe we got some things in common? This isn't another thing about wrenches and guns, is it? Because you're a surgeon and I'm a mechanic. We both fix things, heal them up. Hate to break it to you, but before I got to Groundbreaker, I fixed... Any luck finding my sprats? Jo, ich hab's ja. Truly? Why, this is marvelous! Ja. And all safe and sound. Oh, Reginald, Philippa, Vonda, Haroon, Iskander, Evelyn, I'm never letting you out of my sight again. Please, take this. It's not much, but it's the best I can offer for the safe return of my darlings. Ach, kein Now, Problem. I've got to get back to the lab before my supervisor logs my absence. Ja, kein Ding, Bruder. Na, machst es gut. Viel Spaß. Bisikowski. Au revoir. Ciao. See ya. Bye. Ah, ein netter Mensch. So, jetzt können wir doch hier so ein Päckchen noch machen, ne? Mal so ein Päckchen holen. Olivia. Okay. Ach, das darf ich ja nehmen. Tschüss. Guten Tag, Herr Konzernkommandant. Soll ich Platz machen? Bitte schön. Ich möchte Sie ja nicht in der Ausübung Ihrer wahnsinnig wichtigen Pflichten aufhalten. Stört den nicht. Warum stehen die eigentlich alle da drüben an, obwohl hier die ganzen Leute sich langweilen? Weil sie nichts zu tun haben. Muss ich jetzt nicht so direkt verstehen, ne? Wanderchen. Hinweis für alle Angestellten von HPS. Nach der Abschaffung des Beschwerdekastens sollten alle Kunden mit Beschwerden zu Schalter C verwiesen werden. Da unsere Regelung für Kundenbeschwerden ignorieren lautet, wird Schalter C bis auf Weiteres nicht besetzt. Leute, ich habe eine Idee. Was ist denn, wenn wir jetzt Schalter C besetzen? Das wäre doch was, oder? Und dann fertigen wir alle Kunden ab. Und nehmen ihre Vorschläge an. Boah, wenn das gehen würde, oh, ich würde es ja so feiern. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren.
Päckchen für Minister Clark aufheben. Das machen wir dann auch. So. Ah, sehr schön. How did you do that so fast? Ah, du. Ich kann es eigentlich noch schneller. Und das hier ist mal eine Situation, wo man durchaus damit prahlen kann, schnell zu sein. Sonst ja eher nicht. Leute, ich helfe euch. Ich kann euch nicht helfen. Verdammte Axt! Wollen aber ganz schön viele Leute sich beschweren, ne? Es stört einfach keine Sau. Okay. Habe ich mir wieder zu viele Gedanken gemacht. Okay. Head back. Kann ich hier nicht irgendwie raus? Ah. Muss ich irgendwie anders hier in diesen Parcel Service reingehen? Aber das finde ich geil. Das finde ich ja cool. Gibt es hier vorne noch einen Eingang? Bureau of Exploration. Amt für Erkundung. Ja, also da müssen wir rein. Wir haben so viel noch nicht gesehen hier in dieser Stadt. Das ist ja traurig geradezu. I can take a hint. Geh weg. What do you think you're doing? What do you think you're doing? Toll. Ich räum auf, ihr Schwachwarten. Alright, how does this sound? Oh, I'm sorry. Ah, Odeon Pictures. Ja, da müssen wir noch hin. Oh my goodness. Ruth Bellamy? Nach Odeon Pictures müssen wir noch. Da haben wir ein Vorsprechen für einen Film, haben wir da. Those wastrels in Emerald Vale have all abandoned their work, did you know? How typical. Ah, schlimm. Schlimm. Ich sag's euch, niemand will mehr arbeiten heutzutage. Burning the midnight oil, are we? The Halcyon Parcel Service's work is never done. Welcome to Halcyon Parcel Service. Deliveries guaranteed within standard margins of accuracy. Ah, klasse. Was genau macht ihr hier? Halcyon Parcel Service is the most dependable parcel delivery service in the colony. Glaube ich nicht. You might even say we're part and parcel of Halcyon's commercial enterprise. That's just a little parcel joke. Ja. Wenn also jemand ein Paket verschicken müsste, wäre er hier also an der richtigen Adresse, ja? Nope, just parcels. We have a deal in packages. Nee, klar, stimmt, ja. Was ist denn der Unterschied? It's very technical. Halcyon Parcel Service strictly adheres to the standards and definitions of packaging as outlined by the Executive Ministry of Accuracy and Morale. Mm-hmm. We can ship all the parcels you want. But if I start shipping packages, I could get into some real trouble. Handcuffs and hard labor trouble. Ja, das will natürlich wieder keiner.
I'm afraid I can't help you at the moment. Have a prosperous day. Today's trends are tomorrow's trash. Naja, sag ich auch die ganze Zeit. What a distinguished fine gentlewoman. Those wastrels in Emerald Vale have all abandoned their work, did you know? How typical. Ah, du bist Abschaum, sag's doch gleich. Gut, dann geh ich wieder. You have a rather exotic presence. Gut. Dann sollen sie es doch gleich sagen, ist doch schlimm. I think we can both agree that Maverick Johnson. You don't much like me, huh, Dr. Ellie? It's nothing personal. I'm just not the touchy-feely type. It's just, don't you think you seem fine with the others? Did I do something to make you unhappy with me? You gotta stop taking things so personal. You're setting yourself up for a letdown. Well, Rich, I just stand there, gawking, starstruck. You would, wouldn't you? And then I'd be embarrassed by association with you. Maybe we should just stay outside. All right, how does this sound? What do you think you're doing? Just be careful next time. Das ist jetzt nicht gut gewesen, ne? Hat uns das was gekostet, Anruf? Nö. Ja, dann. Auf geht's. Gut. Ja, dann. Machen wir uns als nächstes hier in diese... Genau, in diese, ne, Filmstudios hier rein. Machen wir in der nächsten Folge und dann gucken wir weiter. Bis dann. Macht's gut. Cheerio.